Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Tag. Epronus wieder am Start und zwar bei der nächsten und bei der nächsten Vorstellung. Und zwar geht es diesmal um die Aftershocks Aeropex Wireless Bone Conduction Headphones. Das sind keine üblichen Kopfhörer, wie man sie per Bluetooth anbinden kann, sondern diese hier lassen eure Ohren frei und ihr könnt trotzdem Musik hören. Kann man sich gar nicht vorstellen, so sieht's aber aus. Und zwar, wie wir es hier auf der Rückseite sehen, in Luna Grey kommen sie daher. Und zwar haben diese hier IP67, das heißt, sie sind schon mal etwas geschützt gegen Wasser. Und sie haben natürlich die Premium Pitch 2.0 Plus Funktion. Das ist auf jeden Fall schon mal besser als die Trax Air. Wie das Ganze jetzt im Inneren aussieht, das schauen wir uns jetzt direkt mal an. Ich bin auch mal sehr gespannt. 26 Gramm sollen sie nur leicht sein und Bluetooth 5.0 sollen sie an der Stelle auch bieten. Die gute Dame auf dem Cover sieht dem Ganzen hier schon positiv entgegen. Des Weiteren haben wir hier mit einem 26 Gramm leichten Kopfhörer ja auch maximale 8 Stunden Musikwiedergabezeit. Da bin ich jetzt wirklich mal sehr gespannt. Ich muss jetzt mal kurz schauen, wie wir hier die Packung wieder aufkriegen. Das ist interessant. Ha, wir drücken es einfach so raus dieses Mal. Und, achso, nee, dieses Mal ziehen wir wieder hier an der Lasche. Ja, da steht es ja auch für nochmal fragwürdige Aktionen drauf. So sieht das Cover an der Stelle aus. Oh, die sind nicht so kompliziert verpackt wie die anderen. Und zwar die Trax Air, die hatte ich mir ja auch schon mal angeschaut. Interessant, unsere Accessoires finden wir auf der rechten Seite. Die Kopfhörer auf jeden Fall auffällig hier schon mal auf der linken Seite. Dann ziehen wir die mal raus. Die sind wirklich leicht. Also 26 Gramm, da hast du ja wirklich das Gefühl, fast nichts in der Hand zu haben. Das muss man sich mal vorstellen für solche Technologie. Dementsprechend haben wir jetzt hier auch verkleinerte Knochenaufleger, wenn man das Ganze mal so betonen möchte. Denn wie gesagt, die werden ja auf die Schädelknochen hier an der Stelle aufgelegt. Und dementsprechend haben wir dann keine großen Probleme bei der Musikübertragung. Das Ganze werden wir uns auch gleich nochmal direkt anhören. Wir haben an der untersten Seite dieses Mal kein Micro-USB, sondern einen Magnet-Ladeanschluss. Und wir haben auch jetzt hier die Tasten wieder, und zwar, wie wir unschwer erkennen können, Plus und Minus. Und natürlich zusätzlich zu dem Plus und Minus und dem magnetischen Lade-Equipment haben wir hier an der linken Seite wieder die Taste für Play-Pause. Das sieht soweit schon mal recht gut aus. Okay, hier drunter, denke ich mal, ist nichts weiter dabei. Schauen wir mal hier beim Accessoire rein. Da dürfte ja dann das Ladekabel mit drin sein. Da bin ich mal sehr gespannt. Oh, das ist auch schwer hier. Was ist denn da los? Weil wir ja auch wieder eine Tasche mitgeliefert bekommen haben. Das ist immer ganz praktisch, um die Kopfhörer natürlich mitzuführen, damit wir sie halt nicht irgendwie zerstören. Und das ist auch wieder clever gelöst. Rutscht das hier raus. Okay, wir gucken mal ganz kurz hinein. Also wieder eine Tragetasche dabei. Das ist soweit klar. Und dann haben wir hier, ist das Magnetladekabel drin. Das muss ich tatsächlich rausholen, weil die Kopfhörer müssen ja auch mal geladen werden. Und schauen uns das mal direkt an. Das sieht an der Stelle also so aus. Aha, das ist aber wirklich winzig klein gestaltet hier. Das ist also ein Eigendesign von Aftershocks jetzt. Und ist auch bei den Aeropex das erste. Oh, das sitzt aber wirklich fest drauf. Kann man die falsch rum? Also falsch rum ist schon mal nicht möglich. Das ist schon mal sehr gut. Es geht wirklich nur in eine Richtung. Verpolungsschutz ist an der Stelle gegeben. Ach, da ist noch was drin, siehst du? Auch hier wieder, ich hatte mich ja bei den Trax Air an der Stelle schon gewundert, was das Ganze hier zu bedeuten hat. Hab's dann rausgefunden, indem ich mir einfach mal die Ohren zugehalten habe und war echt erstaunt, wenn ihr jetzt zum Beispiel Oropax drin habt oder solche ganz normalen Gehörgängverschließer, wie man das auch immer nennen möchte. Wir nennen es einfach Ohrstopfen. Und dementsprechend braucht ihr euch dabei keine Sorgen machen. Haben wir zwei Ladekabel? Es gibt zwei Ladekabel. Das habe ich jetzt noch gar nicht so richtig gesehen. Wir haben zwei Ladekabel. Das ist ja interessant. Also zwei Ladekabel sind definitiv dabei. Falls mal eins kaputt geht, weil ihr könnt ja kein weiteres Micro-USB oder USB-C-Kabel oder Mini-USB-Kabel nehmen, sondern nur dieses hier. Das ist wirklich sehr gut. Aftershocks an der Stelle mitgedacht. Bei einem 170-Euro-Artikel, kommt natürlich darauf an, wo ihr den kauft, ist das auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Hier auch nochmal eine Quick-Start-Anleitung, damit wir auch nochmal direkt auf den ersten Blick herausfinden können. So rum ist es doch wieder richtig, wie wir das Ganze hier innerhalb von ein paar Sekunden einschalten. Und zwar so mit der kleinen Gebrauchsanweisung. Da haben wir auch noch eine LED direkt eingebaut. Auf der Rückseite ist das Ganze nochmal bebildert zu sehen, dass wir hier sogar Wassertropfen dran haben können, zwecks IP67. Bedienungsanleitung brauche ich jetzt an der Stelle nicht, aber die Tasche ist schon mal ganz schick. Wir müssen mal bloß mal reinschauen, wie das Gerät hier an der Stelle untergebracht wird. Das weiß ich jetzt so noch gar nicht, aber so kann es eigentlich nur sein.
Ah, mit Magnet sogar. Na, das ist ja clever gemacht. Also das gefällt mir auf jeden Fall auch schon mal sehr gut. Da wurde auf jeden Fall mitgedacht. Das ist so ein ganz normales, labbriges Gummi, hätte ich jetzt bloß gesagt. Und das hält auf jeden Fall den Kopfhörer erstmal ein bisschen geschützt. Sollte man natürlich nichts Schweres drauffallen lassen. Nachdem ich mir das Kärtchen hier nochmal durchgelesen habe, bin ich natürlich zu dem Entschluss gekommen, nochmal zu erwähnen, dass übrigens hier ein Wasserschutz anwesend ist, der natürlich registriert, wenn die Kopfhörer nass geworden sind, sprich durch Regen oder Schweiß. Zum Baden oder Schwimmen sind sie nicht geeignet. Das ist an der Stelle ganz wichtig zu erwähnen, denn die 26 Gramm leichten Kopfhörer werden in 2 Stunden komplett aufgeladen und haben bis zu 10 Tage Standby-Zeit. Die werden wir zwar nicht brauchen, weil wir die bis zu 8 Stunden meistens innerhalb einer Woche ja wieder neu aufladen müssen. Die Feuchtigkeitserkennung kann ich mir so vorstellen, dass wenn die Kopfhörer hier unten am Ladeanschluss nass geworden sind, dass sie sich dann halt nicht aufladen lassen. Das kenne ich von meinem Galaxy S8, S9 und S10 Plus an der Stelle. Da sagt mir der USB-C-Port auch, ist nass geworden, bitte jetzt nicht aufladen und deaktiviert ihn. Nun wollen wir uns aber direkt erstmal anschauen, wie die Kopfhörer direkt funktionieren. Und zwar werden wir die erstmal einschalten. Die müssten ja wieder vibrieren. Ein klitzekleiner Einblick nochmal, wie man die Kopfhörer überhaupt in den Pairing-Modus nochmal bringt, wenn man sie das erste Mal schon mal verbunden hat. Man stellt sie an der Stelle an und hält an der Stelle gedrückt und dann wartet man einfach so lange, bis man hier in dem Polizeimodus wieder drin ist, und zwar blau-rotes Blinken. Dann könnt ihr die Kopfhörer wieder im Pairing-Modus mit jedem weiteren Bluetooth-fähigen Gerät verbinden. Tun sie, und da ist auch die LED, und gleich rot und blau ist der Pairing-Modus. Das heißt, ich kann jetzt hier direkt drauf gehen, aktiviere Bluetooth an der Stelle, gehe das Ganze dann einmal durch und er sucht meine Kopfhörer an der Stelle dann auch schon. Die Aeropacks müssten binnen von ein paar Sekunden natürlich jetzt gefunden werden und dann können wir das Musikhören auch schon starten. An der Stelle muss ich nochmal erwähnen, ist der Wandler hier an der Stelle um 30 Grad geneigt im Gegensatz zu den Tracks Air. Dementsprechend bin ich mal sehr gespannt, wie das Ganze dann so musikalisch rüberkommt mit Premium Pitch 2 Plus oder 2.0 Plus an der Stelle. Ja, wir möchten koppeln. Das haben sie getan. Halt, die andere Seite. Okay. Jetzt ist das aus. Gut ist auch hier an der Stelle, die werden natürlich mit 100% Akkuleistung jetzt hier geliefert. Das sagt mir das Telefon zumindest. Lies es aus, ob das so stimmt. Meistens sind es 70 bis 80, damit der Akku nicht kaputt geht. Was ich aber sagen will, an dem kleinen 26 Gramm leichten Gerät ist wirklich der unheimliche Vorteil, dass man es kaum auf dem Kopf spürt. Ich werde es jetzt erstmal ausprobieren. Ein kleiner Mankel ist mir an der Stelle jetzt auch schon aufgefallen, ist jetzt nicht weiter schlimm, aber wenn ihr jetzt zum Beispiel einer ruhigen Atmosphäre Musik hören wollt, hören unweigerlich eure Mitmenschen natürlich die Musik mit. Natürlich nicht, wenn ihr sie ganz leise habt und Ohrstöpsel verwendet. Sollte das aber nicht so sein und ihr volle Power raushaut und eure Umgebungsgeräusche mithören wollt, dann sieht man oder hört man an der Stelle à la der Bose Soundwear, vielleicht kennt der ein oder andere sie, da sind so kleine Lautsprecher von unten nach oben Richtung Ohr gerichtet und dann hört man eigentlich laut und deutlich die Musik, aber eure Mitmenschen natürlich auch. Wenn ich hier aber die Lautstärke auf volle Pulle drücke, passt mal auf, was hier passiert. Ja gut, sagt man sich, das ist nicht weiter schlimm, aber da die ja die Bone Conduction Programme hier sozusagen unterstützen, also das System auf dem Schädelknochen aufbaut, passt mal auf, was passiert. Ich hatte die gerade hier nur abgelegt. Sobald die eine Vibrationsunterlage haben, wo der Schall und der Pegel und der Bass sich verbreiten kann und das Ganze ist auch noch hohl, hört sich das an, als hätte ich hier einen kleinen Lautsprecher dabei. Das ist interessant. Ich habe damit vorher gar nicht so gerechnet. Ich habe es einfach draufgelegt. Und sobald man das hier irgendwo drauflegt, hört euch das mal an. Es ist jetzt wirklich natürlich nicht schlimm, aber interessant, wie diese Technologie so funktioniert. Ich denke, das habt ihr wahrscheinlich in keinem anderen Test bisher gesehen. Ich war auf jeden Fall richtig erstaunt, wo ich das mitbekommen habe. Das Ganze kann man egal wo auflegen, wahrscheinlich auf dem Tisch. Probieren wir mal. Hört mal, als wenn ich hier... Da sieht man mal, was die Kleinen so für Kraft haben. Geht überall. Nicht so laut. Aber je größer der Schwingkörper ist, desto besser. Na gut, da klappt es an der Stelle nicht. Aber wahrscheinlich so bei Hohlräumen hört man das sofort raus. Also sehr interessant, muss ich auf jeden Fall mal sagen. Aber dementsprechend sind die Aeropacks natürlich wunderbar von der Klangeigenschaft. Wie gesagt, ich habe es gerade mit dem Tragekomfort probiert. Werde euch jetzt das Video mal einblenden, wie man die so auf dem Kopf trägt. Ist definitiv eine geniale Sache. Nachdem wir jetzt schon öfters gehört haben, wie das Ganze so klingt oder so klingt, will ich euch mal direkt eins zeigen. Und zwar, wie das klingt, wenn ihr es ungefähr von den Ohren her wahrnehmt. So klingt das Ganze, wenn wir jetzt hier sozusagen im Titel einfach mal ein bisschen zuhören wollen. Und wenn viele Töne da sind.
kann man auf jeden Fall nichts falsch machen. Ich bin auf jeden Fall begeistert von den Kopfhörern und muss diesbezüglich sagen, die gefallen mir auf jeden Fall schon richtig gut. Nichtsdestotrotz müsst ihr ja nicht mit maximaler Lautstärke hören. Das könnt ihr zwar nutzen, wenn ihr draußen seid und die Ohren frei habt, dann hört ihr ja sowieso eure Umgebungsgeräusche und natürlich die Kopfhörer. Wenn ihr aber zu Hause richtig schöne Musik genießen wollt, dann nehmt man an der Stelle hier einfach mal die In-Ear-Stöpsel, sage ich mal. Dann hat man zwar wieder das In-Ear-Kopfhörergefühl, aber dafür ist der Klang einfach mal um 250% nochmal gesteigert, weil die Bässe durch den Knochen richtig gut übertragen werden und das Ganze richtig saftig klingt. Das ist auf jeden Fall die Qualität, die verbessert wurde im Gegensatz zu den Trax Air, und ich muss sagen, ich bin eigentlich restlos begeistert. Dementsprechend kann ich diese Dinger jedem Sportler eigentlich nur ans Herz legen. Fürs Fitnessstudio muss man sich das Ganze überlegen, aber für Jogger oder Leute, die gerne draußen spazieren gehen und die Straßenverkehr hören bzw. die Umgebungsgeräusche wie Zwitschern und Vögel hören möchten, da ist das Ganze natürlich ohne Probleme an der Stelle machbar. Das soll es an der Stelle von meiner Seite gewesen sein. Ich wünsche euch an der Stelle viel Spaß mit diesem Gerät. Verlinke euch das unten nochmal in der Infobeschreibung. Und wir sehen uns wie immer beim nächsten Video. Bis demnächst. Auf Wiederschauen.